Neues Update zum Qi-Generator. Das letzte Mal sind wir ja da stehen geblieben, unsere über 50 kHz pulsierende Wechselspannung, ne, an der Stelle hier mit so einem Gleichrichter hier gleich zu richten. Ne, so eine Vier-Wege-Gleichrichterschaltung ist das, aus zwei Blöcken zusammen getüdelt. Sind dann bei den letzten Videos mit der Spannung direkt in unseren Verbraucher gegangen. Ich habe letztens damit aufgehört, diese Verbraucher hier in Reihe zu schalten. Es ist einmal hier zweimal, die sind parallel geschalten, die sind auch parallel. Und die zwei Blöcke hatte ich dann in Reihe, dass wir eigentlich 460 Volt gebraucht hätten, um die mit voller Leuchtstärke betreiben zu können. Ja, das sind wir nicht sehr viel mehr als laut unserem Analogmessgerät. Hier hinten ist es auf 290 Volt gekommen. Ja, da haben wir heute nochmal hin und her telefoniert und sind dann zum Schluss gekommen, einfach mal so wie es die anderen Qi-Gen-Bastler auch machen, einen richtig schönen großen Kondensator nach den Gleichrichtern zu schalten, um dann diese ziemlich hoch pulsierenden, ja, das sind bis zu 500 Volt Spannungsspitzen mit dem Oszilloskop gemessen wurden, die richtig schön einzufangen. Und dann auch an unseren Verbraucher weiterzuleiten. Ja, es wäre schön, wenn dann der Eingang dabei nicht steigen würde, ne? Wenn wir unseren Kondensator hier zuschalten. Hier ist der Schalter dafür. Also wir fahren das System jetzt erstmal ohne Kondensator hoch. Geht bei mir nicht anders. Also ich habe jetzt auch hier eine ganz bestimmte Taktik rausgefunden, wie es hier funktioniert. Wie es bei euch funktioniert, könnt ihr selbst mal probieren. Aber ne, Vorsicht, ihr wisst ja. Dann wollen wir mal starten. Hier sind wir bei 0 Ampere, ne? 0 Volt. Und 0 Watt. So, Kondensator dürfte aus sein. Gut. Das leuchtet schon mal schön. Wir sind hier bei voller Stärke. 7 mal 2,4. Und wir haben 164 Volt gepulste Gleichspannung. Ne? Ja, durch diese Oberwellen halt ist das kein richtig genauer Wert. Und um Eingang ziehen wir 727 Watt. So, jetzt fahren wir hier mal runter. Gut, da können wir bleiben. Und jetzt drehen wir unsere anderen Lasten mal rein. So, zuerst nehmen wir Taste hinten die. Ist drin und dann hier vorne die ist auch drin. So, hoffentlich bleibt es auch drin. So, jetzt sind wir hin auf 119 Volt runtergefallen. Hier ziehen wir jetzt schon 5,23 Ampere und am Eingang sind wir auch ganz schön gestiegen, ne? 1044 Watt. So, jetzt schalten wir unseren Kondensator mal mit zu. Okay, und dann zeigt unser Messgerät schon 134 Volt an und wir ziehen 6,06 Ampere bei 1023 Watt am Eingang. Na gut, wenn die Overunity aber erst so bei richtig Volllast da sein sollte, wollen wir es mal ein bisschen hochfahren. Ne? Okay, eine Stufe höher. Immer noch 135 Volt. Immer noch dasselbe. Noch eine Stufe höher. Sind wir schon bei 184. Ne, 148, sorry. Hier, jetzt blendet es mich ganz schön. 6,38 Ampere. Und am Eingang 1197. Ist jetzt ganz schön proportional. Noch eine höher. Verlasst. 149 Volt bei 6,4 Ampere und 1200 Watt. So, wollen wir hier mal ein bisschen hin und her schieben. Das hier war gut. 153. So, jetzt sind wir hier bei 153 Volt
6,4, 6,5 Ampere und 1260 Watt. Tja, also wenn man es hin und her rechnet, ich bräuchte halt erstmal vielleicht noch eine Glühlampe, um es hier reinzuhängen, oder? Aber bis jetzt schaut es ziemlich, bei mir, ziemlich proportional aus. Mit den Messgeräten. Gut.